So, willkommen zurück. Hebolik. Ich habe inzwischen ein bisschen Pause gemacht gehabt. Für mich also eine neue Aufnahmesession. Zwei Folgen müssten noch fehlen, wenn ich mich recht erinnere. Und wir sind Mitpicker. Dann werden wir, glaube ich, Alex Strasser jetzt spielen. Weil wir es können und weil wir es müssen. Und ich muss mich mal hier kurz richtig hinsetzen. Ups. Shalanor. Ja, wollen wir wetten, dass der jetzt angepisst ist? Platz für den bösen Wogen. Gottes Willen, was hab ich denn hier veranstaltet? Ach. Keiner will spielen. So. So, jetzt bin ich ready. Sorry für den kleinen. Das hätte ich ja nicht früher machen müssen. Gut, wir spielen Alex Ich Strasser. muss Let's zur go. Tat schreiten. Spielen wir wieder das, was wir gut können. Denn mit Johanna und mit Jaina lief es nicht so gut. Meine Klingen gehören euch. Wieder die Höllenschreien, das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Diablo ist mega gut hier, Sonja ist mega gut hier, Keltos ist hier mega gut. Oh, das ist ein interessanter Bann. Die Macht wird mir gehören. Das geht gut ab. Lucio. So. Jetzt noch einen starken. Boah. Was ist mit Biggie los? Biggie. Ach, AFK. Erzittere vor mir. Die Jagd ist eröffnet. Lunara. Gute Frontline, gute Ranges, gute Solo-Lane. Gar nicht so schlecht gedraftet. Oh nein, ich hab's im Mund genommen, jetzt werden wir verlieren. Fuck. Was ich gemerkt habe in den letzten beiden Spielen ist natürlich, die Jaina kann ich noch nicht so perfekt. Ich habe überlegt, Der Tag der Abrechnung ist nah. Frostring oder doch lieber das Wasserelementar. Ich denke, ich muss mich viel mehr mit Jaina beschäftigen. Ist so ein guter Held geworden nach dem Rework. Aber ich tue es nicht. Naja, schauen wir mal. Lakai, Diener, Soldaten der eisigen Finsternis. Folgt dem Ruf von Kel'Thuzad. Wieso nur soll ich So, jemanden wie spielen euch helfen? wir Dragon Queen Schließt euch again oder an, spielen Luna. wir Safer? Wir alles leben, nicht nur jenes, das euch beliebt. Dragon Queen spiele ich jetzt sehr Sehnsucht gerne, weil es sehr stark ist auf dem Schrein. verbleiben. Fünf, vier, drei, eins. Dragon Queen, it is. Diablo nicht da. Fuck. Ich hoffe, wir jumpen da jetzt nicht rein und sterben. Wait, dear. Maybe.
neues Leben hervor. Den dicken Stitches müssen wir erwischen. Wie frisch aus dem Ei gepellt. Vorwärts. Lasst uns einhalten. Na gut, dann bleibe ich hier oder was? Oder ich gehe kurz runter. Nop. Jetzt schenkt er mir was schönes Stacks. Acht Stacks ist gut. Vielleicht brauchen wir es ja diesmal ein bisschen. Ja, ich hätte eigentlich Ausgelassenheit spielen müssen. Wäre besser gewesen. Die Schreine werden in Kürze aktiviert. Helden, macht euch bereit. So muss es wohl sein. Ha! Schade. Fuck, ich muss weg. Ich muss euch vorerst verlassen. Kommt der weg, Sir? Eieiei. Meine ich hatte sowieso kein Mana mehr für ein W. Und richtet seine der Bestrafer hörig sein. Das geht ja alles noch. Für Achterrock! Ups. Falsche Taste gedrückt. Unser Gegner hat einen Arkan-Bestrafer herbeigerufen. Wählt ein Talent! Ist immer nicht so schlimm. Lebensblüte. Des Gegners wurde zerschmettert. Ja, Mann, ich ein gutes Line, aber ich weiß gar nicht, was wir gerade so richtig haben. Hart failen. Eines unserer Forts wurde zerstört. So muss es wohl sein. Gebt die Hoffnung nicht auf. Ich kehre wieder. Ja. Better Positioning, Kollege. Ich stimme zu. Die dunkle Leere erwartet Sie. Ihr habt mir keine Wahl gelassen.
ein gebührender Tribut, Untertan. Vor Level 10 möchte ich gerne. Ja, sie haben sich gegenseitig getötet. Ich stimme zu. Er hat den Minion getroffen, aber nicht den Lucio. Wählt euren Pfad. Ich stimme zu. Ich muss mich zurückziehen. Brauchst du nicht. Ein Schrein baut Energie auf. Macht euch bereit, ihn zu aktivieren. Wir sind Level 10, ich hab's wieder nicht geschafft. Ich glaube, ich muss gehen zum Brunnen, auch wenn ich Mana habe. Aber ich brauchte Lebenspunkte, um meinen Q immer aktiv zu halten. Ich war auf den Stitches, darf ich nicht... Oh, fuck. Und er spielt mit Suppe. Könnte schwierig werden. Gucken wir mal. Bezwingt die Schreinwächter und schickt den Bestrafer gegen unsere Feinde aus. Alles Leben muss in Ehren gehalten werden. Hab Dank, Heiler. Ulti ist jetzt zumindest schon mal raus. Die haben, glaube ich, alle Ultis rausgebraten. Da wäre jetzt zu gierig. Jetzt habt ihr halt die Arschkarte, Jungs. Ja, Diablo ist so ein Trottel, ey. Gut gemacht. Wir konnten einen Eisbestrafer beschwören, der auf die gegnerischen Tore marschiert. Entscheidet euch für ein Talent. Ich bringe Leben und Hoffnung. Da kann ich leider nichts machen, Kollege. Für den Rastro. Wir müssen den Full Heal gehen hier. Wurde niedergemetzelt. Halte ich für eine ganz, ganz dumme Idee. Ich muss mich zurückziehen. Richtige Ausführung. Naja, nicht deine Schuld. Die, oh, beide Globes würden. So, fuck. Könnte sich noch als nützlich erweisen. Es muss es
aus den anderen Leben erzählen. Doppelkill. Gut so, mach sie zu Kleinholz. Blutrausch. Hab Dank, Heiler. Okay, wir haben jetzt alle Stacks, das heißt, wir können jetzt ordentlich durchbrezeln. Ja, zumindest ins Midgame noch geschafft. Oh, warum? Oh, Gottes Willen. Ich sehe schon kommen, dass wir sterben. Er blüht das Leben. Muss ich zünden, sonst wäre ich wahrscheinlich am Arsch gewesen. Oh, da kam gerade noch ein Heal auf die Sonja drauf. Jetzt habe ich gar nichts mehr, aber ich habe ungefähr beide Talente wieder rechtzeitig ready. Beide Fähigkeiten, Mann. Wählt euren Pfad. Also Nummer 16, natürlich die drakonische Disziplin nehmen. Der hohen Himmel fordert die Macht des Bestrafers. Es gibt keinen Trennen. Jetzt haben sie mich. Alles Leben muss in Ehren gehalten werden. Euer Blutrausch hat ein jähes Ende gefunden. Ich meine, ich bin extra zu denen hingelaufen, es hat aber nicht. Du warst nicht da, Kollege. Ich hab's gesehen. Du hast ignoriert. Zu den Waffen. Der Gegner hat einen Mörserbestrafer entfesselt. Jetzt hast du reingefädelt. Er huckt mich halt zweimal, die blöde Sau. Das kann doch nicht sein. Oh, ist das eine Scheiße, ey. Schade, wir hätten den Teamfight gewonnen, wenn der Türer mich nicht vorher gekillt hätte. Und wir hätten dann nicht reingehen dürfen, nachdem die den Punisher bekommen hatten. Eieiei. Ich meine, es ist noch alles in Ordnung, aber wenn wir weiter so rumfliegen, dann haben wir das Spiel hier verkackt. Meine Bestimmung soll erfüllt werden.
Ich kann nicht voll upen, wenn ihr rein divet, Kollegen. Was macht ihr denn da? Ich bringe Leben und Hoffnung. Ist leider gestorben. Hol die CD, ich brauche Level 20, damit ich den Dragon immer kriege. Das wird schwierig. Ich habe mich jetzt gerade zu oft hocken lassen. Ich brauche ein besseres Positionsspiel. Aber ich möchte die Sonja natürlich auch nicht sterben lassen. Er geht immer zu tief rein. What she said. Verteidigt dieses Tor. Eieieiei. Drei gegen drei, so sieht es zumindest gerade aus. Es ist 4 gegen 3, nicht 3 gegen 3. Der Hook, wir müssen aufpassen. Das war gut. Ein Schrein baut Energie auf. Seid bereit, Helden. Ja, der Stitches wird jetzt gefährlicher. Weil mit seiner Sabbe und auch mit Judgment. Wir stehen beide da drinnen. Wo ich wandle, erblüht das Leben. Vorwärts, nehmt den Schrein ein. Zeigt seinen Wächtern eure Entschlossenheit. Meine Bestimmung soll erfüllt werden. Arkanbestrafer, was für ein Helden, ein Arkanbestrafer bahnt sich seinen Weg zu euch. Wählt ein Talent. Es war aber sehr gut, dass wir da gewartet haben. Ich meine, wir haben noch alle Karten auf der Hand. Die Sonja hat ein bisschen reingepusht da. Alter. Das ist nicht sein fucking Ernst. Tina, wir haben ein Tor verloren. Sonja hier, der Catersfield. Pullen. Da müssen wir aber wegstehen. Pull him over. Jawohl. Ausgezeichnete Arbeit, Helden. Der gegnerische Bestrafer wurde gerichtet. Also damit können wir leben. Ich meine, wir dürfen uns jetzt keinen Fehler mehr erlauben. Das ist das Schwierige. Wir müssen gut gucken jetzt, oder was kommt. Diablo steht sehr, sehr abseits. Das ist nicht gut. Spielt mit Longhook, das ist natürlich ätzend für uns. Ich
für die kalte Finsternis ist noch nicht beendet. Doppelkill! Gen Tyrael, der mich da einfach abnudelt. Aber wir haben einen Vorteil rausgeholt. Passt. Schade, ich bin zu aggressiv reingegangen. Ich hätte mich hier hinten platzieren müssen. Das war natürlich easy für den Tyrael. Aber ich wollte noch die maximalen Heal rausholen, weil ich nicht ganz genau wusste, ob ich die Dragonform habe. Aber ist kein Problem. Wir haben die Leute in der Flamme gleich wieder ready. Der Lucy ist nicht schlecht, aber... schon deutlich bessere Spiele mit Alexstrasse gehabt. Das Positionsspiel ist gerade mein großer Feind. Lasst uns dieses Söldnerlager einnehmen. Jetzt wollen sie da wieder reingehen. Oh, nicht alleine. Oh Gott. Okay, sie sind unten. Ping Mania. Um Gottes Willen. Und ich habe aber den Ulti gleich wieder ready. Jemanden wie euch hätte ich in Andorhal gebrauchen können. Doppelkill. Das war eine ausgezeichnete Heilung. Die Drachenkönigin gehen rückt vor. Wie ihr wünscht, sterbliches Wesen. Aktiviert den Schein. Lasst nicht zu, dass unser Gegner die Macht des Bestrafers beansprucht. Ach Gott, Lunara, das war so dumm. Das nicht alle. Ja, große Frage. Schnappt euch dieses Söldnerlager. Ja, jetzt ist es halt hart. Ich bin jetzt schon das vierte Mal gestorben. Und warum? Weil Lunara geht halt rein. Statt sie einfach zurückgehen. Ich meine, sie hat den Kill geholt. Hat sie den Kill geholt? Ich glaube, sie hat den Kill nicht geholt. Und dann stirbt sie halt. Ich kann halt nichts dagegen machen. Gute Arbeit. Lass Keep holen. Die Dämonen haben einen Eisbestrafer entfesselt. Lasst uns dieses Söldnerlager einnehmen. Was machen die denn, die beiden Deppen? Rückt vor und zerstört eines der ihrigen. Oh, geht mir das schon wieder auf den Sack, ey. Ja, mach du halt. Oh Gott. Was war denn das? Das war so dämlich, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann. Der Bestrafer unserer Feinde kommt ins Wanken. So muss es wohl sein.
Tja, das war dämlich. Niederlage. MVP. Tja, da kannst du halt nichts machen. Da sind sie einfach zu hart. Zu hart reingefedert. Schade. Ich bin viermal vom. Einfach zweimal vom Tyrae weggebumst worden. Und einmal vom Stitches hart weggeholt worden. Ja, das ist halt das Problem, ne? Lunara zu greedy, sind einfach alle zu greedy gewesen. Ich verstehe immer nicht diese fucking greedy Camps. Ich verstehe es nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die denn so ein greedy Camp machen, bin ich nicht dabei. Ist mir scheißegal jetzt. Wenn sie das Camp da oben machen sollen, wenn wir vier Leute tot auf der Gegnerseite sind, dann bin ich gerne dabei, aber nicht, wenn alle am Leben sind. Ich verstehe es halt immer wieder nicht. Und sorry, aber die Sonja war halt nicht gut. Sie ist immer gedived und ich habe versucht, hinterherzukommen, aber das ist genau das, was ich nicht kann, außer mit meinem Ulti. Und wenn ich den nicht habe, dann kann ich sie halt auch nicht retten. Aber sie geht da halt rein gegen vier Leute. Keine Ahnung, was sie damit bezwecken wollte. Vor allem, weil sie kein Follow-up hat. Für was denn? Das ist mir unbegreiflich. Den werden wir auch reporten. Das war einfach dämlich, was der gemacht hat. Dämlich hoch 10. Hier. Lässt sich absichtlich töten. Go, go. Schade, war ein spannendes Match. Aber es war auch nicht gut gespielt von mir. Ich habe es ein bisschen schneller diesmal hinbekommen. Ich habe nicht so viel geheilt wie der Loser. Wir haben den Loser auch kaum getötet bekommen. Der Tyrael war zweimal am Sack, denn Diablo und die Sonja hat das einen Scheißdreck interessiert, dass der Heiler einen Tank am Sack hatte. Es war schlicht und ergreifend egal für die. Hat die nicht interessiert. Und da brauchen wir nicht erzählen, dass er dran war. Das ist schlicht und ergreifend eine Lüge. War er nämlich nicht. Ja, ich habe mich extra in die Mitte reingestellt. Das hat denen einen Scheißdreck interessiert. Dann musste ich nach außen latschen. Auch das hat nicht funktioniert. Das eine Mal, wo ich meinem Ulti eingesetzt habe und die maximale Anzahl rausholen wollte, da habe ich mich falsch positioniert. Das gebe ich zu. Da habe ich mich genau in die Mitte gestellt. Das war halt mega dämlich von mir. Aber ansonsten, weiß ich nicht. Lunara kann man keinen Vorwurf machen, genau wie Keltas. Unsere beiden Frontliner waren halt einfach mega beschissen und haben nicht gesehen, was sie fokussen sollen. Oder wenn es da mal Schwierigkeiten gab, dass sie dann vielleicht auch mal den Heiler helfen. Hätte vielleicht Dauerpingen sollen, damit sie mich unterstützen, aber auch das hat nicht funktioniert. Schade. Naja, kannst du nichts machen, war kein gutes Game, aber wieder richtig fett auf die Fresse bekommen, aber auch verdient. Ich meine, wir haben es eigentlich ganz gut gespielt, wir haben es vielleicht zu zögerlich gespielt und dann sind wir uns nicht einig, deffen wir die Sache jetzt. Ich meine, wir hätten ganz easy das Ding deffen können, aber bin ich glaube ich auch der Meinung. Aber viele Sachen sind auch einfach darüber passiert, dass ein richtig schlechtes Positionsspiel gegen den Stitches war. Gerade die Lunara, ach komm, da können wir nochmal richtig schön reinbumsen mit dem Gift. Ja, und dann wirst du gehuckt, dann bist du tot. Ganz einfache Sache. Kannst du gegen den Stitches nicht machen, wenn du kein Diablo oder Sonja an der Frontline hast. Ist halt mega bad. Naja, schade. Dann sehen wir uns zur nächsten Partie wieder. Schauen wir mal, ob wir ein Platin bleiben. Verdient hätte ich es eigentlich diese Woche nicht. Aber ich werde alles geben. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.